Menschen ermordet. In den Heilstätten. Das war eine Hinrichtung. Hallihallo und herzlich willkommen zum Kinocheck zu Heilstätten. Ja, Heilstätten ist ein Film aus deutscher Produktion, der jetzt nur von 20th Century Fox vertrieben wird. Aber im Prinzip, es ist ein Horrorfilm, der sozusagen, für ich fand ich, war ganz ordentlich gemacht. Es gab gute Schreckmomente und auch der Plot am Ende war, natürlich, ich habe einige gelesen, am Ende, dass die wieder geschrieben haben, war eigentlich klar, was am Ende passiert. Für mich war es jetzt nicht so klar. Ich meine, okay, als es dann passiert war, wurde einem klar und hat sich dann alles aufgelöst. Ja, okay, es geht, es macht Sinn. Aber so der Plot am Ende war mir jetzt nicht so 100% bewusst, dass das so sich entwickeln könnte. Ich werde natürlich nicht auf den Plot jetzt eingehen und auch hier werde ich mir nicht auf die Story eingehen, sondern eher, was ich bei diesem Film gedacht und gefühlt habe. Denn dieser Film ist für mich ganz klar eine Kritik an diese ganzen aufgetretenen, hyperventilierten Prankster-YouTuber. Geht dieser ganze Film glasklar in diese Richtung und ist für mich eine Kritik sondergleichens. Und meine Frage ist natürlich, nee, wird diese Kritik wahrgenommen? Und meine Befürchtung ist, dass diese Kritik nicht wahrgenommen wird, sondern dass diese Leute sich sagen, einfach geil, ich kann so weitermachen. Und solche Geschichten sind doch eigentlich das Perfekte und gehen dann mit solchen Geschichten. Und ich befürchte dieses Fass. Aber insgesamt ein guter, solider Film, für mich eine gute Kritik an diesen YouTubern. Und mir, der Anfang war ein bisschen lahm, wo ich so die erste halbe Stunde dachte, oh, und vor allem diese beiden Prankster-YouTuber, ich hätte denen jedes Mal eine aufs Maul hauen können. Ah, das waren so, und ich, immer wieder, wenn ich durch Zufall auf solche Kanäle stoße, weil mir das mal manchmal ab und zu mal empfohlen oder in der Empfehlungsbox und so, dass ich aus Versehen, ich in der ersten Sekunde, ich schalte ab und könnte den Leuten am liebsten eine reinwürgen. Ich verstehe es, aber gut, es ist halt das, was Klicks bringt, die Leute sind sensationsgeil. Und wie habe ich heute so schön gehört, wir haben das Internet an die 8- bis 12-Jährigen verloren. Und ich glaube, genau das ist das Problem daran, dass solche Leute sowas cool finden, eben auch was da in dem Film passiert. Und deswegen fand ich diesen Film auch so gut, weil der eine Kritik darüber ausgebracht hat. Und klar, in dem Film sterben Leute. Das will ich da noch so viel vorwegnehmen. Aber ich glaube, es gibt keinen Horrorfilm, wo jetzt keine Leute sterben. Also, ich wüsste überhaupt keinen. Habe ich schon mal einen gesehen? Ich glaube nicht. Naja, auf jeden Fall, das war's jetzt zum Kinocheck zu Heilstätten. Und wir sehen uns beim nächsten Kinocheck wieder. Also macht's gut. Ciao.